Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Angespielt-Serie. Ich habe friedlich geschlummert, weil ich sehr viel erledigt habe am Tag zuvor, This aber house ein is neuer so Tag worn. beginnt. I need to fix it or I won't be getting a good night's sleep. Mädel, wir haben im letzten Teil so viel gemacht. Wir haben hier unten die ganzen Sachen, alle, naja, fast alle repariert. Hierfür brauchen wir, ich glaube, 10 Holz, die haben wir noch nicht. Aber wir haben jetzt schon besser aussehende Fenster hier. Ich würde sagen, dass wir jetzt als erstes das machen, was wir vorhatten. Und zwar... Was ist das denn? Oh, komm her. Pinky. Eine streunende Katze in Pink. Hallöchen. Ja, ich kann dich leider auch nicht beschenken. Kann ich dich beschenken? Ich glaube, ein Wurm will die wahrscheinlich nicht haben, oder? Nee, ich kann sie leider nicht wirklich beschenken. Oh, ist die süß. Habe ich mit dir schon gesprochen? Nee, oder? You just inherited that workshop outside of town, right? Ah, sorry. Where are the manners? I'm Sonia. Now that you're part of our gossip team, you have to tell me where you get your outfit. Standard procedure. Ja, kein Thema. Bisher habe ich noch keine gekauft. Ich habe da hinten noch gerade, genau, einen Typen rumschlagen sehen. Django. Ach, du bist der Restaurantbesitzer gewesen. Okay. Was ist das? Okay, warum ist das jetzt auf Englisch? Meeresfrüchte. Ach so, nee, okay, dann kann man bei dem Rezepte kaufen. Nee, das möchte ich nicht. Im Moment weiß ich auch noch nicht, wofür ich Rezepte brauchen kann. Wer bist du? Dich kenne ich noch nicht. You must be the competition. Ach. Whatever. The more the merrier. Bring it on. Die schleimige Konkurrenz. Okay, verstehe. What is it? Time is money. I don't have all day. Ja, musst du ja nicht. Ich mach mal hier. Hä? Ich hab den jetzt nur getroffen. Ich glaube, einmal hat er mich geschlagen. Wollt ihr mich veräppeln oder was? Bleib mir bloß weg, du kleiner Pinf, du. Muss ich mit dir jetzt reden oder mit dem Bürgermeister? Der ist nämlich gar nicht da. So, er braucht zweimal einen kleinen Stuhl. Das nehmen wir mal an. Ah nee, wir sind noch gar nicht registriert. Ja, deswegen wollte ich ja eigentlich mit dem reden, aber er ist nicht da. Hey! This is exhausting. I could fall asleep at any time. Ja, das bringt mir jetzt nicht viel, diese Aussage. Ist hier oben irgendwas? Nee. Okay. Wo ist denn der gute ja, Bürgermeister? Wer war es, der hier eigentlich sein sollte? Ich will die zweite Handwerksprüfung abgeben. Hallo. Leute, ich habe einen Steinofen gebaut. Wo seid ihr alle? Was? Ne? Er war das nicht, oder? Ich sehe es nicht. Doch, Moment. Great job. You pass. This is your builder license. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. After which you can start taking regular commissions. Ah, zum Büro des Come back Bürgermeisters and muss talk ich. with me after you register. Oh, ja. Ich wollte eigentlich nicht ausweichen. So, da habe ich noch was gefunden. Ich weiß nicht, warum man da mal gegentreten muss, aber getrocknete Apfelringe, okay. Irgendwo hier soll das Büro doch sein. Oder ist, ach, das ist unten. Das ist aber das, wo ich eben schon gewesen bin, ne?
Ich dachte, ich soll jetzt zu einem neuen Ort gehen. Wer ist das denn? Guten Tag, Isaac. Hello. You're the new builder, I suppose. I hope you're wiser and more reasonable than the other builder in town. I think he's a fool. Okay. Life is time, so enjoy your time in Portia, but don't waste mine. Das mache ich nicht. Wir spielen eine Runde 5 gewinnt. Ja, das kenne ich ja im Endeffekt. So, ich möchte schwarz sein. Kann ich schwarz sein? Keine Ahnung. Ach, die kann ich... Ach, ich dachte... Ja, super. Okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Nein, nicht gewonnen. Ja. Schade. Aber wir können noch mal spielen. Komm, wir machen nur eine Runde. Komm. So. Ich wusste ja nicht, dass man die direkt nebeneinander legen darf. Ich habe gedacht, dass das wäre dieses... Naja, egal. Mist. Ja, okay. Okay, ich bin einfach nicht gut genug. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier einfach aufgebe, aber... Wer bist du denn? Habe ich mit dir schon gesprochen? Alice! Hi. I haven't seen you around. You are? Du bist sehr sympathisch. Do you see anything you like? All my flowers are freshly picked. Okay. Ah, sind aber auch sehr teuer, deine Blumen. So viel Geld habe ich gar nicht. Aber für später ist das gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir das mal ein bisschen schöner machen möchte, ne? Dich kenne ich schon. Obwohl, wir können mal mit dir sprechen. Have you seen the flowers? Take a moment to stop and look at them. Spring is so beautiful. Das stimmt. Ich liebe den Frühling viel mehr als den Sommer. Also so wie es aussieht, muss man wohl jeden irgendwie einmal am Tag ansprechen. Oh, den kenne ich noch nicht. Damit man die Beziehung immer ein bisschen verbessert. Gail took care of me when no one else did. I have a life debt to him. So it's my honor to be his butler. Okay. Das ist ein absoluter Ehrenmann. Lee, hallo. The people at the research center are so stubborn. Do they not know what happened to the previously corrupted world? Mankind made themselves wings and flew too close to the sun, and we all got burned for it. Also ich finde ihn immer noch ehrlich gesagt sehr leise. Kuckuck. Ah, I heard about you. Name's Sanwa. Nice to meet you, builder. Sometimes I think I should move to a larger city like Atara. But then I think of my bros and quickly banish that thought. Okay. Was läuft der jetzt hier die ganze Zeit so rum? Ach, der steht auf Sonja. Ich verstehe. Now that you're part of our gossip team, you have to tell me where you get your outfit. Ach so, okay, die habe ich dann heute schon angesprochen, so wie es aussieht. Ja, ich weiß. Schließt nicht, ich komme. Ach so, hier muss ich hin. Hallo, guten Tag. Ist hier niemand? Leute? Wollt ihr mich veräppeln? Ich will hier was anmelden. Kann ich mich hier selber eintragen? Ah, wie ich das hasse. Wer gehört denn hier hin? Dieser spießig aussehende Typ hier? Ah, ich glaube schon. Okay. Ob wir den draußen irgendwo finden? Da
Da laufen gerade Leute rein. Da ist die Katze schon wieder. Hallo Kätzchen, hallo Pinky. Ich glaube, mit dir kann ich gar keine Verbesserung mehr machen. Ist er vielleicht auch da oben? Ich will mich endlich registrieren, Junge. Komm her. Wo versteckst du dich? Ich finde dich auch so. Was ist das denn? Ein weiterer verlassener Laden. Ach, das Schweinchen liegt hier drin. Hallo. Doch, da kann ich doch eine Beziehung zu aufbauen. Das habe ich seit gestern auch nicht mehr gesehen. Nein. Geh weg. Ich wollte den Katalog lesen. Okay. Was ist das? Zuhause Level 1, Montagestation. Ich kann Hühnerstall bauen? Oh. Oder auch nicht. Oh, dafür brauche ich 2000 Gold. Ach du Schande. Okay. Ja, okay. Komme ich hier auch wieder raus? Okay, also hier muss ich dann hingehen, wenn ich irgendetwas bauen möchte. Aber warum ist der Typ nicht da? Mann. Der vielleicht irgendwie hier ist? Okay. Das wollte ich gar nicht wissen. Guild is always busy, but I feel like I'm taking part in the Talisis of the world. Okay. Das bringt mich aber auch nicht weiter. Oder haben die irgendwie jetzt... Ja, die haben doch nicht um 12 Uhr geschlossen, sonst käme ich da doch nicht rein, oder? Okay, das ist groß hier. Ah, das sind verschiedene Apartments, okay. Halt, stopp. Ah. Eine Schleuder. Lohnt sich das dann doch auch in die Apartments reinzugehen? So, so. Wahrscheinlich ist jetzt nur in einem was drin gewesen und in den anderen ist nichts mehr drin. Ja, es war klar. Okay. Hier sind noch mehr. Ist da noch irgendwas? Nee. Oh. Da ist noch was. Juhu, ein magnetisches Armband. Ich klaue den ganzen Leuten hier einfach was. Ist ja nicht schlimm, oder? Ah, hier ist auch nichts mehr. Ich denke mal eins pro Etage dann. Kann ich eigentlich runterfallen, runterspringen? Unterspringen ja, kaputt gehen glaube ich nein. Okay. So, wer bist du denn? Guten Tag. Never seen you before. Django is the best teacher ever. Ja, das ist schön. Davon kann er mich selber überzeugen. Habe ich dich heute jetzt schon angesprochen? Ich glaube ja, ne? Watch out, young one. Ja, das war heute. Okay, okay. Da ist aber doch gerade noch jemand weggelaufen. Wartet auf mich. Ach, das ist die. Okay. Oh, ich gucke jetzt nochmal hier rein. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
Nee, hier rein natürlich nicht. Ich meine, die schließen doch bald, also. Da hat sich jemand bewegt. Welcome, welcome! You must be the new builder. I'm Gail, the mayor of this town. It is truly wonderful to see young people getting involved in the telesis of our society. I'm here to register my workshop. Very well. What is the name of your workshop? Ja. Was bin ich denn? Eine Schreinerei? Oder... Ich mache eigentlich alles, ne? Oh. Okay, meinen Namen kann ich gerade noch schreiben. Mehr kann ich nicht schreiben. GPs. Traumhaus. Traumhaus geht natürlich auch nicht. Da kommt der Schrotthändler wieder. Traumhausbau. Traumhausbau, genau. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber mir fällt nichts anderes gerade ein. So, ich habe meine erste Handwerkerlizenz. Yay! Nice name. There, your registration is complete. Woohoo! Thank you. Also, we're going to have a fireside town meeting once in a while. They'll be announced through the mail. Try to make them if you can. You don't want me being the only one there. I will cover town and world events at large, the usual, you know. Ja, cool. Halt, stopp. I hope Portia can be more prosperous under my guidance and become... Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Okay. Sehr schön, da kann ich jetzt Aufträge annehmen. Oder auch nicht, weil das jetzt schon geschlossen hat wahrscheinlich. Obwohl, die Aufträge müsste ich... Hallo. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. Dankeschön. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board, over there. Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. There are other workshops in Porsche? Oh yes, adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. But don't worry, if you have your father's work ethic, you'll be number one in no time. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. That's fairly lucrative as well. Okay. Hallo? Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins! You already took one today! There are never too many commissions! Good day! Arschloch. That's Runt! He's the owner of the current number one workshop! Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. That was our last one today. Hey, Prez. I got a job for you. Or not. Okay. Is it Arlo? We're looking to build a bridge to Amber Island. So the mayor finally put up the money? Well, young builder here is up for the challenge. Yeah, he figured that place could be a real tourist attraction. What with the haunted cave and all. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you need to go to the designated spot and assemble the bridge. Okay. Also,
And this is important. Her project is big as a bridge. You'll probably need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such ruin in Portia. It's located at the bottom of the Temple Tower. Okay, halt, stopp. Hello. If you find a new ruins opening, be sure to let us know. The Civil Corps will compensate you well for your efforts. Okay. Habe ich mit dir heute schon mal gesprochen, Antoine? This is exhausting. I could fall asleep. Okay, mit dir habe ich schon gesprochen. Das Büchlein, was ist das? Was tut die Handelsgilde? Wie erhalte ich Aufträge? Also es ist quasi alles, was er jetzt gerade schon gesagt hat. Okay, da muss ich jetzt schauen, ob ich eine Brücke bauen kann. Und ich muss da in dieses Ding noch rein. Und wir sammeln natürlich direkt erstmal die Ressourcen hier noch ein bisschen, die jetzt wieder da sind. So. Ah, okay. Also durchs normale Grinden von Rohstoffen wird man auf jeden Fall auch im Level höher gestuft. Das ist schon mal gut. Toadi, hast du mir jetzt gerade hier was reingeschmissen oder was? Oder warum bist du so schnell wieder weg? So, mal schauen. Vom Rathaus. Hallo, neue Handwerker. Wir möchten dich daran erinnern, dass es in Portia zurzeit zwei autorisierte Ruinen gibt, in die du abtauchen kannst. Die verlassene Ruine 1 unter der Kirche des Lichts und eine gefahrvolle Ruine im zerfallenen Ödland östlich der Stadt. Zu deiner eigenen Sicherheit sind alle anderen Ruinen derzeit nicht zugänglich. Danke. Das Rathaus von Portia. Okay. Ich sammle hier im direkten Gebiet noch eben ein paar Sachen ein. Das war die Spitzhacke, die ich habe. Ja. Dann schaue ich nämlich auch nochmal nach der Brücke, die wir machen sollten. Was wir denn dafür brauchen. So, ist so im direkten Gebiet jetzt gerade. Ja gut, wir könnten natürlich noch Holz holen. Das könnten wir machen, weil davon werden wir viel brauchen. Ich brauche... Ach so, wegen dem, weil der so dick ist oder was? Ah, okay. Der ja auch zu dick. Okay. Gut, können wir natürlich machen. Eine bessere Axt. Es ist natürlich so ein bisschen mühselig, jetzt die kleineren Sachen hier alle noch mitzunehmen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier meinen Zaun eventuell kaputt mache. Ne, okay. So, dann schauen wir mal nach. Brücken. Brücken, Brücken, Brücken. Wo finde ich denn hier Brücken? Waffen, Werkzeuge, Ausrüstung, Nahrung, Möbel. Fertigung, Mission. Wahrscheinlich finde ich das dann höchstens hier drin, oder? Das sind jetzt die ganzen... Moment. Brückenkopf, Brückenkörper. Sonst nichts, ne? Okay. Mit dem Steinofen schmelzen. Ja, den Steinofen, den haben wir doch eben gemacht. Ne? Das war doch ein Steinofen. Ja, genau. Den stellen wir mal... Wo stellen wir den denn hin? Ich würde sagen, so hier
direkt daneben. So, da können wir dann Kupferbarren mit schmelzen. Das ist schon mal gut und wichtig. Kenne ich dich schon? Bleib mal eben stehen. Hey there, I'm Chiwa, the smallest of the Hulu Brothers. There are 7 of us, so it'll probably take you a while to get used to it. Okay. Did you know that eating mostly fish can keep a slim body? Look at me. Ja, genau. Dann sollte ich vielleicht weniger essen. Gut, also wir brauchen Kupfererz. Das holen wir dann aus der Höhle heraus. Das haben wir schon gesagt. Wir müssen Hartholz. Hartholz ist aber doch normal. Genau, das ist das normale Holz. Kriege ich durch eine einfache Schneidemaschine. Einfache Schneidemaschine hier. Wird verwendet, um Holz zu... dann stellen wir das mal eben hier hin. Was brauchen wir denn hier? Kupfer, ohne Kupferklinge und Steinziegel. Steinziegel? Oh, okay, Moment. Kupferklinge und Stein... Ja, das sind die mit dem Schmelzofen. Und das für eine Schleifmaschine. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall vorher noch eine Schleifmaschine. Oder ist das... Moment. Nee, ich habe da hinten keine Schleifmaschine. Okay. Da muss ich einen Schleifstein für machen. Aber ich denke mal, den kann man so herstellen. Will ich doch mal stark hoffen. So, Werkzeuge. Kein Werkzeug. Ich suche einen Schleifstein. Hallo? Ach so, hier. Mit 5 Steinen. Ja, dann machen wir doch mal einen. Okay. Ich brauche 2 davon. Okay. Nee, nicht genug Materialien. Ach so, muss ich beide gleichzeitig abgeben oder was? Ja, toll. Okay, dann machen wir jetzt noch einen Schleifstein. So. Jetzt habe ich 2. Ah, okay. Dann brauche ich noch die Kupferbarren. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal Kupfer holen. Da würde ich jetzt allerdings sagen, dass wir das auf jeden Fall am nächsten Tag machen. Ich sehe gerade, ich muss hier auch noch die Bretter machen. Wie viel brauchte ich da? 10. Okay. All the gaps have been fixed. I'm finally going to have a good night's sleep. Sehr schön. Das heißt, meine kleine Hütte sieht jetzt wunderbar aus. Ich werde mich für heute verabschieden von dieser Episode und hoffe, dass wir uns dann im 3. und damit leider letzten Teil wiedersehen von Angespielt. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall dieses Spiel noch weiterspielen. Ich weiß halt nur nicht, wann ich dazu kommen werde, daraus ein richtiges Let's Play zu machen. Bis dann, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao!